Was machst du normal? Ja, also im Moment läuft das Training ungefähr auf, ich würde mal sagen, irgendwie 10 Stunden in der Woche. Ich bin ansonsten beruflich Psychologin und mache gerade noch meine Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Das nimmt natürlich auch relativ viel Zeit ein, von daher ist da noch. Wir wird es natürlich wieder geben. Mit dir? Ja, mit mir aktiv tatsächlich noch nicht. Ich schaue so langsam Richtung 28, 32. Aber ich werde auf jeden Fall hinfahren. Es haben sich mehrere Athleten aus unserem Team qualifiziert und da steht die Teamunterstützung natürlich ganz oben auf der Liste. Und viele, die in der Halle sind, haben eine Leidenschaft für diesen Sport. Hätten vielleicht auch Lust, euch mal in Action zu erleben. Wo kann man das tun? Es steht jetzt bald das nächste Turnier wieder an, in Spanien im April. Meistens ist es dann in der Spanien auf YouTube. Da kann man immer mal reinschauen, auch jetzt zum Beispiel von der letzten Weltmeisterschaft werden.